Und mein Name ist Carsten Floppmann. Wir sind hier als Floppmann Logistik tätig im südlichen Landkreis in Dissen bei Osnabrück als Lebensmittellogistiker. Wir lagern hier Lebensmittel und Lebensmittelrohstoffe ein, bringen diese dann punktuell zu den verschiedenen Herstellern hier in der näheren Umgebung. Wir haben hier zurzeit ca. 10.000 Stellplätze. Wir lagern hier im Zuckerbereich so um die, sagen wir mal, 200 Tonnen, Tomatenmark etwas mehr, 300 Tonnen. Da wir temperaturgeführte Transporte durchführen, ist für uns die Corona-Telematik natürlich wichtig, sehr wichtig sogar, um im eventuellen Regressfällen dem Kunden gleich mitteilen zu können, dass das nicht passt, was er uns erzählt. Also es ist wirklich einfach, die Rückverfolgbarkeit dadurch zu gewährleisten, dass die Temperaturen eingehalten worden sind während des Transports. Unser Fuhrpark umfasst im Moment 20 ziehende Einheiten. Mit diesen Einheiten bewegen wir ca. 25 Auflieger, wovon der Fuhrpark zu 80% aus Krone besteht. Wir haben uns damals für Krone entschieden, weil einfach die Zuverlässigkeit gegeben ist. Wir durch den Außendienst super betreut werden. Läuft alles einwandfrei und setzen natürlich auch in diesem Bereich, gerade im Lebensmittelbereich, dann die Telematik von Krone ein. Ein weiterer Aspekt für die Krone-Telematik ist natürlich, dass ich vom Produzenten bis zum Endverbraucher genau nachvollziehen kann, wo die Ware ist. Ich kann also dem Produzenten genau sagen, wir haben um 7 Uhr geladen morgens, wir brauchen für die Strecke circa, keine Ahnung, 5 Stunden. Und ich kann es genau nachvollziehen, dass er auch pünktlich dann beim Endverbraucher ankommt. Speditionsmarkt in 10 Jahren. Also da ist wirklich so viel Wandlung und so viel Bewegung, gerade in der Branche. Im Moment gibt es ja noch zig Möglichkeiten, wie man die Autos verfolgt. Im Spritverbrauch kann man einiges nachvollziehen. Man muss da vielleicht erst noch abwarten, wohin die Digitalisierung überhaupt wie sie sich noch weiterentwickelt. Wir sind da ja noch lange nicht am Ende. Was jetzt in Bezug zum Beispiel mit der Elektromobilität, was da noch auf uns zukommt. Wenn ich sehe, was wir so in den letzten Jahren an Tätigkeiten übernommen haben, die eigentlich mit Spedition nichts zu tun haben, also da ist so ein Wandel auf dem Markt, das wäre Glaskugel.